Willkommen bei Philosophie im Gespräch. Wir sind heute bei Frau Dr. Heide Göttner-Abendroth zu Gast. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen und vor allem, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview. Du hast Philosophie studiert, Wissenschaftstheorie und Germanistik, hast auch an der Universität unterrichtet, viele Jahre, und wurdest sogar für den Friedensnobelpreis nominiert 2005. Wir haben hier einen Teil von den Büchern auf den Tisch vorbereitet zum Vorstellen. Es ist aber nur ein Teil der Bücher, also es sind viel, viel mehr, die du bisher geschrieben hast. Und ja, das Thema Matriarchat kommt nach der ersten Frage: Wieso bist du eigentlich Philosophin geworden? Ja, das wurde ja zuerst. Und danach wurde ich Matriarchatsforscherin. Ja, wieso bin ich Philosophin geworden? Ich meine, als ich so mich auf mein Studium vorbereitete, wusste ich wirklich nicht, was ich studieren sollte. Ich hatte einfach viel zu viele Interessen. Ich hätte sonst was alles studieren können, aber man muss sich ja beschränken. Und dann hatte ich die naive Ansicht damals, wenn ich Philosophie studiere, dann kann ich mir die anderen Wissensbereiche eröffnen. Damals hatte ich noch keine Ahnung, dass Schulphilosophie ein Fach für sich ist und zum Teil auch seine ganz starren Grenzen hat. Und die andere naive Auffassung war, dass ich, wenn ich Philosophie studiere, der Wahrheit etwas näher komme. Das ist natürlich gut, das ist so eine alte idealistische Vorstellung, die die antiken Philosophen vielleicht noch in die Welt gesetzt haben, die ja nicht mehr gilt. Und während meines Philosophiestudiums habe ich natürlich dann etliche Frustrationen hinter mich gebracht, denn das war überwiegend Philosophiegeschichte. Eins von diesen Systemen nach den anderen seit der Antike wurde mir als junge Studentin an den Kopf geworfen und ich habe immer gedacht, was soll das eigentlich? Wo ist das verankert? Wo hat denn das seinen Boden? Und die eine Frage hat mich ständig gequält, was hat das eigentlich mit mir als Frau zu tun? Das war, wie gesagt, ich habe mich dann auch nach ein paar Jahren von der Philosophiegeschichte abgewandt und habe gedacht, nein, ich will nicht studieren, was andere gedacht haben, was sowieso kaum erläutert wird und in vielem mir sehr abstrus vorkam und unverständlich, sondern ich wollte selber Philosophie machen. Und ich wollte das, was mir da alles vorgesetzt wurde, kritisch hinterfragen und den Boden dafür suchen. Wo kommt das her? Warum wird das so formuliert? Und das hat mich dann zu den Wissenschaftstheoretikern getrieben, denn da gibt es Argumentationstheorie, da gibt es Definitionslehre, da gibt es formale Logik, da gibt es Aufbau und Struktur von Theorien und ihre Anwendung. Das hat mich mehr interessiert. Das heißt, ich bin im Grunde, aber das war natürlich auch ein sehr, wie soll ich sagen, für mich ein sehr, sehr hartes Studium, denn da ging es dann wirklich um die Analyse und Struktur von Wissenschaften. Und meistens hatten sie mit den Metamathematikern und den theoretischen Physikern zu tun. Aber ich wollte mir dieses Instrumentarium des Denkens, des Argumentierens aneignen, und zwar in kritischer Absicht, das heißt in rebellischer Absicht. Ich wollte dieses ganze Denkerei mit diesem Philosophiesystem kritisch durchschauen können, hatte ich mir sehr viel vorgenommen, aber immerhin. Und diese Denkschulung, die war hervorragend für mich. Das war wirklich eine sehr gute Schulung. Ich habe dann parallel dazu eine Geisteswissenschaft studiert, eben Germanistik. Und da war es dann auch so, da wurde interpretiert und mit blumiger Sprache sonst noch was hinein- oder herausgelesen, wo ich gedacht habe, könnten die Leute nicht klarer argumentieren und das, was sie sagen, vielleicht besser belegen? Auch da war ich schon so ein kritischer Geist. Gut, das war ein Teilstudium, weil mich, wie gesagt, Kulturhistorisches immer gefesselt hat, immer fasziniert hat. Aber als junge Studentin hatte ich dann eben noch ein anderes Aha-Erlebnis, denn ich stieß in so manchen Bibliotheken, ich geriet da zu den, zu, das ist so eine abstruse Sache, ich weiß nicht, wie die sich genannt haben,
vergleichende Kulturwissenschaft ist gar keine Wissenschaft, es ist eher so eine ideologische Angelegenheit gewesen. Aber dort stieß ich auf Bücher wie den Bachofen, Johann Jakob Bachofen, Robert von Ranke Graves, wo plötzlich solche Begriffe wie Mutterrecht und bei Ranke Graves sogar Matriarchat auftauchten und immer eine ganze Gesellschaft gemeint war. Und da hatte ich wirklich tiefe, befriedigende Aha-Erlebnisse. Ich habe nämlich gesehen, das hat mal was mit mir als Frau zu tun. Das andere alles nicht. Aber ich wusste noch nicht, warum nicht. Und das habe ich dann praktisch parallel zu meinem offiziellen Studium, Philosophie, Wissen, habe ich damit angefangen und habe, dann bin ich in die ethnologischen Bibliotheken gegangen und in andere und habe überall gesucht, wo gibt es denn dieses Thema? Es gab es irgendwo marginal, mal da und mal dort und mal dort. Und da ich aber auf dieses Thema aus war, fand ich für meine Vorstellung relativ viel. Aber niemand redete darüber. Und vor allem über den Begriff Matriarchat redete niemand. Obwohl das in der deutschen Übersetzung von der griechischen Mythologie von Ranke Graves ständig erwähnt wurde. Und der analysiert ja die Mythologie so, dass hinter den aufgeschriebenen Mythen eine viel ältere Kultur steht, auf deren Boden diese Mythen dann später in einer patriarchalen Umdrehung niedergeschrieben wurden. Und da hatte ich natürlich den Schlüssel. Da hatte ich den Schlüssel, dass vor dieser antiken Gesellschaft gab es andere Gesellschaften und Bachofen beschreibt die dann ja, die Lykier und die Lydier, Kleinasien und so weiter. Und da habe ich plötzlich eine Welt entdeckt, die mich fasziniert hat, denn die Situation war eine andere für die Frauen, als ich sie da so erlebte als junge Frau. Es war die Rede von der Rolle, den schöpferischen Kräften der Frau, wie auch immer das ausgedrückt wurde. Es wurde gesprochen von Frauen und Männern und nicht nur von dem Menschen allgemein. Und da hatte ich natürlich den Schlüssel, denn in der Philosophie und auch in vielen anderen Wissenschaften, die man hat, immer von dem Menschen geredet, dem Menschen allgemein. Und der Mensch allgemein ist halt nichts anderes als der männliche Mensch. Und darum habe ich immer das dumpfe Gefühl gehabt, ich komme da drin nicht vor. Du hast dich aber ziemlich alleine gefühlt noch damals. Ne? Damals, ich war allein. Ja. Ich habe mich nicht nur allein gefühlt, ich war allein. Ich habe dann bei meinen Professionen nicht gewagt zu sagen, dass ich da inoffiziell ganz was anderes studiere. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Ich habe gedacht, also dann liquidieren die mich hier als Studentin. Ne? Oder sie sagen mir, ich würde spinnen oder was. Ich habe einmal gefragt, den einen, der da vergleichende Kulturwissenschaft machte, warum wir nicht auch mal ein Seminar über Bachofen so machen, hat er gesagt, ach, das ist unwichtig, das ist uninteressant. Okay, für ihn vielleicht. Ja, so, und dann hatte ich aber so zwei Teile in der Hand, hier die Philosophie mit dieser Argumentationslehre und dort so diese eher kulturellen Sachen, die mythologischen Sachen und Bachofen erschließt das aus den antiken Schriftstellern, da habe ich mir gedacht, wie passt denn das zusammen? Wie gehörten das zusammen? Das waren wie zwei getrennte Teile. Gut, später habe ich dann herausgefunden, dass genau diese philosophische Schulung für mich wichtig war, um das, was es so an Fragmenten gab zu Thema matriarchale Gesellschaft, um das zusammenzufügen und um dem eine philosophische Grundlage zu geben und damit im Grunde das Ganze nach meiner Auffassung erstmalig auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Da kam das zusammen. Da habe ich aber länger dran gearbeitet. Es ging nicht von heute auf morgen. Das ist ja sichtbar. Ja. Das heißt, du hast in dem Sinn deinen Beruf selbst erfinden müssen. Den habe ich selbst erfunden. Ja. Ja, hast du das jetzt eigentlich bereut? Nein. Nein, im Gegenteil. Ich meine, da kamen ja zwei Identitäten zusammen, die ich vorher nicht zusammenbringen konnte. Nämlich die Identität, dass mich Frauen, also Gesellschaften, die stark von Frauen geprägt waren, faszinierten. Und andererseits, dass ich formale Logik, Wissenschaft und sonst was gelernt hatte. Aber ich habe natürlich dann sehr bald gesehen, es gibt viel so Fragmentarisches, gab es zum Thema Matriarchat oder Mutterrecht, aber die Art und Weise, wie die Leute theoretisieren oder argumentieren, war katastrophal. Auch in der Ethnologie findet man Leute, ich gebe euch mal ein Beispiel, die erforschen vor allem die englischen Kolonialoffiziere, die erforschen alle möglichen Ethnien, die sie kolonisiert haben. Und haben sie auch beschrieben. Und da waren einige dabei, die ich als matriarchal bezeichnen würde. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie das dann aussieht. Also einer dieser frühen englischen Offiziere, der auch ein Ethnologe dann wurde, der hat die Khasi erforscht. Die Khasi, eine matriarchale Gesellschaft in Nordostindien. Ne?
beschreibt das alles in einem dicken Werk, was natürlich für mich alles Material war. Und dann spekuliert er darüber, wie er das nun nennen soll, was er da gefunden hat. Und schreibt er dann lang und breit auf einer Seite, naja, er findet hier, dass die Männer da gar nicht unterdrückt werden. Also kann das auf keinen Fall ein Matriarchat sein. Dann geht das Ganze weiter und weiter und weiter. Und dann etliche Seiten später stellt er fest, dass die Männer gerne dem Reisschnaps huldigen. Und das beschäftigt ihn wieder, denn er kommt dann mit dem Argument, ja, die Männer, vielleicht haben die doch nicht so eine günstige Position in dieser Gesellschaft und vielleicht nicht so eine Zukunftsperspektive, darum huldigen sie öfter dem Reisschnaps. Also könnte das doch ein Matriarchat sein. Das ist ein Beispiel dafür, wie da herumgeforscht und herumgesucht wird, ohne dass sie genau wissen, worüber sie reden. Das heißt, es wird noch nicht mal definiert, worüber sie reden. Und das ist mir immer wieder aufgestoßen, da habe ich gedacht, also so kann man, das ist ein interessantes, ich habe es erkannt als ein interessantes Gebiet für sich. Denn da wird es immer so nebenbei, so als so was Exotisches oder in der Geschichte als irgendwas abseitig Mythologisches behandelt, als irgendwas Uninteressantes, Nebensächliches. Denn ich habe erkannt, das ist ein Gebiet für sich. Und wenn man über diese Gesellschaften so redet, ohne zu wissen, was man da überhaupt beschreibt, dann ist das für mich ein Mangel an wissenschaftlicher Grundlage. Denn wenn ich etwas erforschen will, dann muss ich vorher erst mal wissen, worüber ich eigentlich rede. Das heißt, ich muss es definieren. Ne? Wenn die Leute noch nicht mal wissen, was sie mit Matriarchat meinen, wie an dem Beispiel zu sehen, können sie auch nichts Gescheites herausfinden. Außer immer wieder uferlose Beschreibungen. Und das war die Situation vor mir, überall Ethnologie oder Archäologie, wenn es mal irgendwo überhaupt vorkam. Und das hat mich natürlich dann als Wissenschaftstheoretikerin gefordert. Also ich wollte diese Sache wirklich erforschen, indem einen guten Boden geben. Das heißt überhaupt erstmal herausfinden, was ist eine matriarchale Gesellschaft überhaupt? Wie kann man die definieren? Und zwar nicht nur mit zwei Sätzen, sondern klar und deutlich in ihrer Struktur, um dann sagen zu können, ja gut, hier, was der Herr Görden da bei den Kasi gefunden hat, nach seiner Beschreibung ist das ein Matriarchat. Oder was andere beschreiben, auch Frauen sind so stark und haben das Sagen, aber es stimmt ökonomisch nicht hinten und vorn nicht, dann ist es eben kein Matriarchat. Das heißt, ich brauche ein wissenschaftliches Instrumentarium, um überhaupt mit diesem Gebiet arbeiten zu können, und zwar sinnvoll. Das hast du uns ja vorgelegt, das heißt, herzlichen Dank, Heide, dass du uns all dieses Wissen jetzt über deine Bücher und auch persönlich zur Verfügung stellst. Dein erstes Buch war ja Die Göttin und ihr Heros. Da drüben liegt es, ja. Ja. Das ist jetzt auch in Kohlhammer erschienen. Wie viele Bücher sind das jetzt eigentlich, die du bereits geschrieben hast? Ach, weißt, ich zähle die nicht ab. Ja, es bestimmt mittlerweile so, was weiß ich, so 2 Dutzend sowas vielleicht. Oh, das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Ja, es sind nicht alles Hauptwerke, es sind zum Teil auch kleinere Werke oder Essaybände. Das ist natürlich auch. Das sind ja die Klassiker. Mhm. Das Matriarchat 1, 2, 1 und 2, 2. Die Klassiker zu diesem Thema. Das ist der erste Teil meines Hauptwerkes, der auch ins Englische und ins Italienische übersetzt worden ist. Und darin stelle ich die noch existierenden matriarchalen Gesellschaften, die's, also auf der Welt dar, auf der Erde. Ne? Und das ging mir nicht darum, jetzt nur die alle aufzuzählen. Ich wollte kein Lexikon schreiben, sondern ich schreibe eine Theorie. Ja. Ich schreibe eine Theorie der matriarchalen Gesellschaft. Du bist auch in Kontakt mit diesen noch vorhandenen Matriarchaten. Ich kenne, ich habe Freundinnen und Freunde aus mehreren von ihnen und in Südchina bin ich selbst dort gewesen. Also ich sage, es geht um eine Theorie. Und eine Theorie, was ist denn eine matriarchale Gesellschaft? Also wie leben die Leute, wie politisieren sie, was ist ihre Ökonomie und so weiter. Das kann ich mir ja nicht abstrakt aus den Fingern saugen. Ja. Und ich habe dann anhand dieses vielen Materials, was ich ja dann gefunden habe und was ja auch nachgelesen werden kann, habe ich diese Gesellschaften beschrieben. Aber indem ich sie beschrieben habe, habe ich allmählich
aus diesen Gesellschaften heraus die umfassende Definition von Matriarchat entwickelt. Ich habe nicht vorher die mir vorgestellt und sie da drauf projiziert, sondern aus dem Lesen dieser vielen ethnologischen Literatur habe ich dann von einer Gesellschaft zur nächsten immer mehr die typischen Charakteristika von matriarchaler Gesellschaft allgemein herausgefunden. Und das ist die Definition. Die wurde induktiv entwickelt, sozusagen. Du arbeitest daran ja schon mindestens 30 Jahre. Ja, ich meine, wenn ich meine, die matriarchalen Gesellschaften auf der Erde rauszufinden, das ist eine ziemliche Sucharbeit. Ja. Denn es gibt kein Lexikon darüber. Aber du bist ja auch mittlerweile die bekannteste Matriarchatsforscherin in Europa. Ja, ich bin die geworden, weil ich mir die Mühe gemacht habe, diese Forschung endlich mal auf einen wissenschaftlichen Boden zu stellen. Ja, ne? Ist aber auch schon längst nötig. Tja. Für unser Dasein, würde ich sagen. Sonst können wir nicht sinnvoll drüber reden. Ja, ja. Sonst passiert das, was die Forscher und Theoretiker vor uns getan haben seit Bachofen, dass darüber, entschuldigt, wenn ich das so sage, geschwafelt wird. Ja. Und jeder nur seine persönliche Meinung dazu hat. Und wenn man dann sich von dieser Ordnung verletzt fühlt, dann sogar sagt, ach, das ist ja gar kein Matriarchat oder Matriarchat ist schlecht. Also es wimmelt in der Literatur, die teilweise sowas beschreibt von Vorurteilen und Projektionen aus unserer bürgerlichen Kultur. Und so kann man nicht forschen, so kann man keine seriöse Forschung machen. Und seriöse Forschung zu machen und das Thema Matriarchat zu einem eigenen Wissensgebiet zu machen, das ist mein Anliegen. Es gab ja um die Jahrhundertwende auch diese Galahad, die Bertha Eckstein-Diener, die hat ja sogar auch über das Matriarchat geschrieben. Ja, es haben viele darüber geschrieben. Es fragt sich nur wie. Mhm. Also ich will nicht sagen viele, aber doch etliche Leute. Wenn man das wirklich gut erforschen will, und ich will es ja nicht nur gut erforschen, ich will es auch sprachlich so präsentieren, dass so gut wie jede gebildete Frau es lesen kann, dann wenn man das sich mal vorgenommen hat und vielleicht auch teilweise verwirklicht hat, wie ich das glaube getan zu haben, man geht dann zurück auf die Literatur vorher, dann passiert das, was du sagst, man schüttelt den Kopf. Ne? Oder diesen Major Gordon, das ist ein sehr intelligenter Mann, aber man schüttelt den Kopf über solche Aussprüche. Da fragt man sich, was haben sie sich gedacht? Sie haben sich eben zu dem Thema Matriarchat nichts weiter gedacht. Entweder ist es exotisch oder, wie gesagt, mythologisch abstrus. Oder wie bei Bertha Eckstein-Diener oder Gould Davis und was wir so haben, ist es plötzlich so der Aufschrei, der emotionale. Und dann werden Mythen da reingeschaufelt und es wird geklittert und das Ganze hat weder eine Form noch eine gute Argumentation. Und so, muss ich sagen, kann man das Thema auch nicht durchsetzen in unserer heutigen, immerhin wissenschaftlich geprägten Welt und durchaus nicht matriarchatsfreundlichen Welt. Da muss man schon ein bisschen mehr bringen. Dann wird man gleich als Fantastin abgestempelt. So ist es der Galahad passiert. Ja, viel, viel Feind, viel eher. Ne? Naja. Ist ja die ist ein anderes Thema. Nein, ich wollte nur sagen, Monsieur Galahad, die wurde dann auch als fantastische, als romantische Fantastin abgestempelt. Das hat sie vielleicht nicht ganz verdient, aber wenn man so schreibt, kann das schnell passieren. Ja, eben. Das ist die Verbindung von Philosophin und Matriarchatsforscherin Irmgard. Das ist die Verbindung, über die ich rede. Da war ich natürlich allein am Anfang damit. Ja. Da war ich allein. Aber hat sich jetzt in der Zwischenzeit nicht doch ein bisschen was soll ich dir mal sagen, wie sich im Hinblick auf Know-how und Wissen darüber verändert? Gern. Du hast ja auch eine Akademie zu dem Thema. Und ich zeig dir gerne mal die Linie auf, wie sich das verändert hat. Also im Grunde, das darf ich sagen, und mit Freude darf ich das sagen, rapide. Ja. Denn, wie gesagt, in der Universität, solange ich studierte, traute ich mich nicht, den Mund darüber aufzumachen, was ich da entdeckt hatte und begann zu erforschen. Und das begann mit der zweiten Frauenbewegung. Mhm. Der Feminismus, also die neue zweite Frauenbewegung, der Feminismus, und dann ging das an die Universitäten über und dort waren dann die Soziologinnen und Psychologen, die haben dann die neue Frauenforschung gegründet. Und da war ich gleich mittendrin, denn ich arbeitete ja an der Universität. Zu der Zeit lehrte ich ja Philosophie an der Universität München, also als Lehrbeauftragte, unterste Position. Aber da wurden die Frauen im Mittelbau, die Assistentin, die wurden da sehr kritisch. Und es entstand, ich war mit tätig bei der Entstehung der neuen Frauenforschung. Und das gab wirklich, also, wie soll ich sagen, das war fast wie ein geistiger Aufstand. Das war nicht nur ein Geist, es war auch ein praktischer. Und Wenn dann die Soziologinnen über das Thema Frau reden oder Psychologinnen, da war immer was los. Mhm.
Das wisst ihr vielleicht selbst noch aus euren Erfahrungen. Da waren die Säle voll. Und in dem Zusammenhang habe ich das erste Mal öffentlich über das Thema Matriarchat geredet, als einer neuen Gesellschaftsform und einer völlig anderen, die wir erforschen können, aus der Geschichte, aus der Ethnologie. Und ich muss euch sagen, es war ständig volle Säle und ein Riesentumult und Riesenfreude unter den Frauen. Das war unglaublich. Wann dein erster Vortrag zu dem Thema war? Das war, ach, das war, ja, das war in diesen 70er Jahren. Ja, in den 70er Jahren, da fing das an zu brodeln an den Universitäten mit den Frauen. Da war ich mittendrin. Und da ist mir eins klar geworden. Ich stand nämlich am Scheidewege, was soll ich denn jetzt beruflich werden? Mhm. Soll ich jetzt Philosophin werden und soll mich an der Universität dieser Karrieretour, also dieser Ochsentour widmen? Mhm. Wobei ich als Frau, als Philosophin sowieso minimale Chancen nur habe, so ist es dort leider. Oder soll ich Matriarchatsforschung machen, außerhalb der Universität, praktisch in völliger Unsicherheit, mich dafür auslachen lassen, was auch sofort kam von meinen Philosophiekollegen. Und ich muss sagen, das gab mir, die Erfahrung damals gab mir den entscheidenden Anschluss. Ich habe gesehen, was ist denn relevant gesellschaftlich? Und das haben mich die viele Frauen gelehrt, die dann in den Sälen waren. Das habe ich immer wieder von ihnen gehört und gespürt. Das ist gesellschaftlich relevant für viele, viele Frauen. Während diese Glasperlenspiele der Logiker und Philosophen, da hatte ich das Gefühl, das ist nur relevant für die selbst. Oder für eine kleine Gruppe. Ja, oder für die Leute, die Computer entwickelt haben. Mhm. Die brauchten diese formale Logik. Mhm. Da habe ich gedacht, damit habe ich nichts zu tun. Und dann habe ich mich entschieden, mein Leben der Matriarchatsforschung zu widmen und auch meine sehr gute Ausbildung, die ich bekommen habe an der Universität, auch die ich mir erworben habe, dem zu widmen. Du hast in München studiert? Ich habe in München studiert und gelehrt. Mhm. Und in München war dann auch da ziemlich viel los mit den Soziologinnen und was da alles gegründet wurde und Frauenforschung auf den Soziologen, da war ich immer mitten dabei. Und die Frauen haben ziemlich klar erkannt, das haben mir die Soziologinnen auch gesagt, Heide, du entwickelst eine neue Gesellschaftstheorie. Habe ich gesagt, ja, wo ich nicht genau wusste damals, wie es geht, aber immerhin, man fängt ja irgendwo an. Und dann ging das so weiter und dann irgendwann habe ich dann die Universität verlassen, denn die wollten damals keine Frau, die in der Philosophie Karriere macht. Die Philosophie war damals so traditionell frauenfeindlich verbohrt, so ähnlich wie die Theologie. Dann habe ich gesagt, da habe ich nichts verloren. Dann habe ich die Universität verlassen, aber ich wollte doch das, was ich erforschte, lehren. Und dann habe ich mir die freie und unabhängige Akademie Hagia gegründet. Es ist ein bisschen mehr als nur ein Frauenbildungsprojekt, es ist ein Frauenforschungs- und Frauenlehrprojekt. Und von Anfang an kamen viele Frauen, denn sonst wäre das bald zugrunde gegangen. Heute existiert das seit 25 Jahren. Weil, ich muss sagen, der Wissenshunger von Frauen und ich muss sagen, auch heute zunehmend von alternativ und kritisch denkenden Männern, der hat zugenommen, nicht abgenommen. Ja. Und ich habe weder große Machtmittel noch riesige Finanzmittel, aber das Thema hat sich rasant ausgebreitet. Mhm. Erst in den deutschsprachigen Ländern, also Schweiz, Deutschland, Österreich. Mittlerweile sind ja Teile von deinen Büchern ja, schon in Englisch und ja, Italienisch. Ja, ich meine, da hat es sich aus. Ich habe natürlich unglaublich viele Vorträge, ja. Seminare und sonst was gehalten und dann. Ab 2003 kamen die großen internationalen Weltkongresse für moderne Matriarchatsforschung. Zwei hintereinander, die ich organisiert und geleitet habe. Da habe ich ich wusste ja dann allmählich, wo es international Forscherinnen und Forscher gibt und indigene Forscherinnen, also aus den Matriarchaten, die daran arbeiten, an dem Thema. Das hatte ich ja durch meine Arbeit rausgefunden, die wollte ich zusammenbringen. Und durch glückliche Umstände war mir das dann auch möglich, dass ich 2003 in Luxemburg den ersten Weltkongress für Matriarchatsforschung leiten konnte und 2005 in den USA den zweiten. Und das hat natürlich das Thema schlagartig internationalisiert, schlagartig. Das ging simultan in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch. Und mir haben die Indigenen, die aus matriarchalen Gesellschaften, die haben mir gesagt, das ist ja wirklich interessant, was ihr oder was du hier machst. Wir haben immer gedacht, das sind unsere eigenen alten Sitten, unsere Konventionen, dass das tatsächlich eine weltweite Gesellschaftsordnung ist, haben wir nicht gewusst. Das heißt, das kam nicht nur international auf den neuen Boden,
sondern vielleicht hat es bei manchen indigenen Forscherinnen und Forschern auch einen neuen Bewusstseinsschubs gegeben. Ja, und dann war es natürlich fällig, dass danach mein Hauptwerk übersetzt wurde und es hat lang gedauert. Ich hätte es am liebsten schon zu den Kongressen gehabt, aber es ist jetzt da. Ins Italienische ist es, ins Englische ist es letztes Jahr übersetzt worden, dieses Jahr ins Italienische. Das heißt, es zieht jetzt international Kreise. Und zu meiner Freude erlebe ich da auch immer wieder das, was ich in den deutschsprachigen Ländern erlebt habe. Die Frauen stürzen sich drauf. Weil ein Wissenshunger danach besteht. Denn an den patriarchalen Widersprüchen und Problemen leiden ja nun genügend Frauen und auch Männer. Und sie suchen nach Lösungen. Gut, es gibt auch eine Menge Abwehr, aber trotzdem, wenn sie verstanden haben, es geht hier gar nicht um Frauenherrschaft und sonst was alles, sondern es geht um eine Gesellschaftsordnung, wo Frauen und Männer egalitär miteinander leben, ohne dass sie gleich gemacht werden, wo das Leben grundsätzlich für beide Geschlechter, auch für alte Menschen, für junge Menschen, besser verläuft, dank der sozialen Regeln, die sie haben, als in unserer Gesellschaft, dann ist das Interesse und die Faszination genauso groß, wie es bei mir war am Anfang, als ich damit anfing. Also es breitet sich, das darf ich doch mit Freude sagen, durchaus in manchen Gegenden galoppierend aus und in manchen Gegenden etwas langsamer. Aber es breitet sich rasant aus. Du warst ja voriges Jahr auch in Wien wieder mit einem Vortrag an der VHS in der Lengenfeldgasse. Ja. Da waren auch wir beide drüben. Und hatten Glück, dass wir da noch reinkamen, dadurch, dass eben schon Leute ihre Karten weitergegeben haben. Aber im Prinzip hätte dieser Vortrag einen zehnmal größeren Raum gebraucht, weil so viele Frauen und Männer gekommen sind. Und zwar ohne wirklich Werbung in den offiziellen Medien. Das hat sich nur über Mundpropaganda herumgesprochen. Heide Göttner Abendroth ist da, sie hat einen Vortrag und schon sind sie wie die schwarmweise hin. Ja. Und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass das Thema es wird gebraucht. Gebraucht wird, es wird gebraucht, Irmgard. Das war auch damals meine Entscheidung als junge Frau. Ja. Es ist sozial relevant. Es wird, so wie ich danach gehungert habe, bei diesem Philosophiestudium, uns endlich entdeckte, so geht es ja vielen Frauen. Und vielen Männern, die, wie gesagt, mittlerweile längst wissen, dass diese patriarchale Gesellschaft, in der wir sind, an allen Ecken und Enden kracht und nicht mehr funktioniert richtig. Die Suche wird größer statt kleiner. Was ist Liebe das? Liebe Heide, was ist ein Matriarchat? Ja, was ist das? Ja. Was ein Patriarchat ist, glauben wir ja zu wissen, obwohl wir das auch nicht immer genau wissen, aber ein Matriarchat wissen die meisten Menschen nicht. Denn es wird nicht vermittelt, was es ist. Also, gut, ich versuche mich da mal kurz, das kurz zu beschreiben. Und diese Beschreibung ist im Grunde auch diese, wie soll ich sagen, diese etwas ausführlicher Definition, die ich aus den konkreten Gesellschaften entwickeln konnte. Ich beschreibe das Matriarchat in dieser Definition auf der ökonomischen Ebene, auf der Ebene der sozialen Muster, der politischen, des politischen Funktionierens und des kulturellen Raums. Also ökonomisch sind das Gesellschaften, in denen, wie soll ich das mal ganz kurz sagen, Güter nicht gehortet werden, schon gar nicht von Einzelnen, sondern Güter, die die Gemeinschaft erwirbt, sei es die Clans oder das Dorf, sind dazu da, um zu kreisen, um weitergegeben zu werden, um ausgetauscht zu werden. Im Clan sieht das so aus, ich meine, es sind Gesellschaften, die im Allgemeinen Ackerbau als Basis haben, nicht nur, dass im Clan, wo sie gemeinsam arbeiten, sei es Handel treiben oder Ackerbau treiben, diese Güter in Naturalien oder auch in Gelderwerb durch Handel oder Tagelöhnerarbeit, ich rede von heutigen matriarchalen Gesellschaften, in die Hände, in den Clanschatz kommen. Das ist ein gemeinsamer Clanschatz und der wird gehütet von der ältesten Frau, der Matriarchin. Nicht indem sie die Bank ist und das alleine bewahrt, sondern sie hütet den Clanschatz, indem alle hineingeben und sie verteilt wieder gleichmäßig an alle. Also die Frauen haben in diesem Sinne in matriarchalen Gesellschaften die Ökonomie der Lebensgüter in der Hand. Mhm. Nicht als Bank, sondern sie haben es in der Hand, um es wieder zu verteilen. Sie haben das Recht des Verteilens, weil
Gut, da können wir ja sagen, könnten ja ungerecht verteilen. Dahinter steht aber ein anderer Wert. Die älteste Frau im Clan ist die Matriarchin, das heißt die Mutter oder Großmutter von allen, die da wohnen in dem Clanhaus. Und sie verteilt mütterlich gerecht. Dahinter steht ein mütterlicher Wert, nämlich das gerechte Verteilen und Geben an alle ihre Kinder und Kindeskinder und die zu ihr gehören. Das heißt dann verteilen, was anderes als bei uns. Bei uns verteilt man den einen mal in unserer Gesellschaft und dann merkt man, die anderen kommen zu kurz, dann kriegen die auch was nach dem Gießkannenprinzip, dann geht es den Dritten wieder schlecht. Also da ist kein Konzept dahinter. Während dort gibt es ein klares Konzept. Im Clan kennt sie jeden und jeder kennt sie und sie verteilt gleichmäßig. Und die Ökonomie zum Beispiel in einem Dorf oder einer Stadt, die funktioniert auch clanweise, denn sie leben in Clans. Aber sie erwirtschaften ja manchmal Überschüsse. Was machen sie damit? Was macht man bei uns in unserer Gesellschaft mit Überschüssen? Die werden gehortet. Und zwar landen die Überschüsse meistens in den Händen von einigen wenigen. Dann werden sie gehortet bis zum astronomischen Reichtum. Dort läuft es genau anders. Güter sind da zum Verteilen, zum Weitergeben. Das heißt, wenn ein Clan durch eine glückliche Ernte Glück hat oder mehr erworben hat, dann wird dann bei dem nächsten großen gemeinschaftlichen Fest werden sie eingeladen, das Fest auszurichten. Das heißt, sie verteilen ihren ganzen Überschuss an die Gemeinschaft des Dorfes oder des Stadtviertels. Davon haben sie nichts, aber sie haben soziales Ansehen gewonnen. Das ist eine Art der Ökonomie des Schenkens. Man schenkt, was man hat an Überschuss. Und bei einem anderen Fest ist vielleicht ein anderer Clan, der das macht, und beim nächsten Fest wieder ein anderer Clan. Und so nivellieren sie praktisch den Reichtum, den relativen, der wird ständig nivelliert und auf den gleichen Level gebracht. Das gibt keine verarmten Clans. Mir hat mal eine Forscherin gesagt, in der Gesellschaft, da kann man von einem Fest zum nächsten gehen und wird überall verköstigt und verpflegt, da ist gar niemand arm. Wenn ein Clan weniger hat, dann hat er nie die Verpflichtung, seine Güter hinzuschenken. Das machen dann die Wohlhabenderen. Ne? Und wie gesagt, das Prinzip, was dahinter steht, ist eben, wie ich schon gesagt habe, was im Clan gilt, das gleiche Verteilen, gilt auch für die Gesellschaft. Man verteilt, damit alle gleich haben. Das ist ein mütterlicher Wert, sie benennen das auch so. Das Wertsystem, was hinter der Ökonomie steht, ist die mütterliche Haltung, also wenn man mal Mutter als Prototyp nimmt, nicht so eine individuelle Mutter, sondern Mutter als Prototyp, das Verteilen, damit alle gleich haben oder mit alle genug haben. Und in der Hinsicht muss ich sagen, das ist auch konkret erforscht worden, haben diese Gesellschaften, sie nicht super reich, sie sind aber auch nicht bettelarm. Vergleich zum Beispiel, also zum Beispiel in Mexiko, wo es sehr viel Armut gibt, ist diese Gesellschaft von Juchitán, die auch diese Ordnung hat, hat einen relativen Wohlstand. Dort hungert niemand und allen geht es relativ gleich gut. Das ist die Wirkung der Ökonomie des Verteilens oder Ökonomie des Gebens oder man kann es auch nennen Ökonomie des Schenkens. Das wird ja ein Teil der Güter hergeschenkt. Also das ist die ökonomische. Vielleicht können wir über diese Art von Ökonomie ein bisschen länger unterhalten. Das finde ich spannend. Sehr interessant. Ne? Naja, weil wenn dort keine Armut entsteht, aufgrund Kann ja der gar nicht. Geschenkökonomie. Ja. Ich verstehe, bei uns dieses Geschenke ist bei uns in der Regel damit verbunden, gebe ich dir etwas, dann Dann gibst du mir gibst du mir zurück. auch Das ist etwas. keine Aber das ist Geschenkökonomie. kein Geschenk, Das ist sondern Austausch. Nur ein bisschen genau. so getan, als ob man schenkt. Ne? Ich schenke dir Wasser, bitte schenk mir gleichwertig. Da kann man es gleich in Geld machen. Ja. Ja, es ist. Ja, Aber bitte. wie ist es möglich, dass diese Art der Geschenkökonomie sich da tatsächlich von Generation zu Generation weiter vererbt und weitergetragen wird? Ja. Wieso? Wie Wo ist das? erklärst du dir das? Ja, wie ist das, man muss fragen, wo ist das verankert? Ja. Das ist eben in ihren spirituellen Werten verankert. Das ist das Interessante. Die gehen nicht von ökonomischen Werten aus, wie wir haben so eine Art Ökonomismus, ne? Da muss alles nur ökonomisch erklärt werden. Und welche Werte stehen dahinter? Oft der Wert des Egoismus. Ne? Das wird aber stillschweigend unter den Tisch. Wir sind ja alle so vernünftig in der Ökonomie. Gleicht sich alles so wunderbar aus auf dem freien Markt. Aber dass da der Kampf der Egoismen herrscht, sagt niemand. Das ist ein Unwert letzten Endes und kein Wert. Während hinter dieser Ökonomie steht eben,
der Wert des mütterlichen Gebens. Aber dieser Wert hat wiederum eine spirituelle Komponente. Die haben keine Mutterromantik in keiner Hinsicht, ne? Was man vielleicht hören, daraus hören könnte, sondern der spirituelle Wert dahinter ist, sie achten und respektieren ja auch die Erde als die mütterliche Erde, die ständig schenkt und gibt. Auch wenn die Menschen arbeiten, schenkt die Erde die Früchte am Baum, sie schenkt das Wasser, sie schenkt sonst noch was, sie schenkt das, so sehen sie das. Und sie sagen das auch, zum Beispiel die Minangkabau auf Sumatra sagen ganz klar, wir lernen von der Natur. Natur ist unsere Mutter und wir lernen von ihr. Alles, was wir tun, lernen wir von ihr. Sie schenkt alles, also schenken wir auch. Wir handeln so, wie Mutter Erde handelt. Das heißt, da ist eine spirituelle Idee dahinter, nämlich die Idee, dass die mütterliche Erde, die ja für sie eine göttliche Instanz ist, so handelt, also handeln sie auch so. Und zwar handeln alle so, ob sie nun Mutter sind oder Nichtmutter oder Frau oder Mann, alle. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, Mutter ist jetzt nicht was Individuelles oder eine Frau, die nur Kinder geboren hat, sondern diese mütterlichen Werte umfassen alle. Die Frau, die Kinder hat, die Frau, die nicht Kinder hat und auch die Männer. Die Minangkabau haben deswegen ein sehr interessantes Sprichwort, das drückt das genau aus. Sie sagen, es ist eine matriarchale Gesellschaft in Sumatra, ja. Indonesien, sie sagen, wenn bei uns ein Mann eine bestimmte Würde bekleiden möchte, zum Beispiel den Clan nach außen zu vertreten, dann muss er ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Er muss sein wie eine gute Mutter. Das heißt, er muss diese Haltung des Gleichverteilens, Gebens kennen. Und das ist nicht so ein blindes Geben, sondern er muss auch wissen, er muss alle kennen, wie die Clanmutter im Clan alle kennt und alle integriert über dieses Geben, muss er die Gabe haben, integrieren zu können und geben zu können. Ja. Und die Hopi, die haben auch so ein schönes Sprichwort, die sagen, also sie haben ja auch eben gewählte Sprecher nach außen, das sind keine Potentaten und keine Machthaber, Sprecher, und die man dann Häuptling nennt, das ist ein vollkommen missverstandenes Wort, der Sprecher, die sagen, ja, wenn die wurden dann auch immer gefragt von den weißen Missionaren und Ethnologen, wo ist denn euer Häuptling? Da haben sie dann gesagt, ja, schau mal, wer von uns am ärmsten aussieht, das ist der Häuptling. Das ist dasselbe Prinzip. Der gibt, der hat auch zu geben. Wie die Clans, also wer am meisten gibt, hat Ansehen, erwirbt soziales Ansehen. Und auf dem Boden kann er noch mehr Verantwortung übertragen bekommen, was noch mehr Verpflichtung heißt. Das ist, Ehre heißt Verpflichtung. Wie erklärst du dir eigentlich, sodass manchmal diese Würde, wenn sie einem angetragen wird, auch abgelehnt wird, weil es vielleicht zu viel Bürde ist. Ja, bitte. Wie erklärst du dir eigentlich, dass es zu einer derartigen Kehrtwendung in unserer Kultur, was waren da die Ursachen für diese... Ja, weißt du, Irmgard, das ist diese komplizierte Frage der Patriarchatsentstehung, das kann ich dir nicht so mit einem... Ich kann nur mal das Kontrastbild entwerfen, wie es bei uns ist und wie es in matriarchalen Gesellschaften ist. Okay. Wie das dazu kam, das ist eine sehr komplizierte geschichtliche Frage. Da können wir nachher noch mal kurz drüber reden, wenn wir uns klar gemacht haben, was Matriarchat noch alles ist. Aber glaubst du nicht, dass wir Menschen im Grunde eigentlich von Natur aus sozial geprägt sind und eigentlich gerne geben? Also ich glaube, wir sind im Prinzip eigentlich eher Material von unseren... Ja. Von unserer Anlage her, denn wie wir jetzt arbeiten, also patriarchal, jeder ist sich selbst der Nächste hinter mir, die sind und diese ganzen Stehsätze kennen. Ja. Weißt du, wenn ich das so beschreibe, so eine matriarchale Ökonomie scheint es also erstmal fremd vielleicht oder seltsam, aber wir finden es vielleicht gut. Besser jedenfalls, als wenn eine Clique von wenigen Menschen die Güter der vielen hortet. Ne? Ja. Da stimmen wir emotional schon zu. Warum? Du hast es gesagt, weil wir im Grunde von Kindheit an das Schenken kennen. Und ich würde auch das gar nicht so geheimnisvoll sagen, von Natur aus, sicher von Natur aus, aber auch von Muttern her. Denn kein Kind wird groß, ohne dass es eine Mutter hat. Und was tut die Mutter mit dem Kleinkind? Sie gibt und gibt und gibt. Sie gibt Milch, sie gibt Nahrung, sie gibt Kleidung, sie gibt... Ich meine, sonst würde kein Kind überleben. Eben. Und das ist unsere Grunderfahrung von jedem Menschen. Nicht jeder Mensch ist Mutter, aber jeder Mensch hat eine Mutter und hat diese Grunderfahrung gemacht, dass wir nur groß geworden sind, weil da ein Mensch war, meistens ein weiblicher Mensch,
Mutter, die gegeben hat und wir einfach, und vor allem, wenn das Kind dann mal Blümchen pflückt und ein Bild malt und der Mutter zurückschenkt, wie sie sich doch freut. Das heißt, diese Haltung des Schenkens, des Empfangens von Geschenken und auch mit Freude zurückschenken, die ist uns ganz natürlich, denn so sind wir groß geworden. Und zwar jeder Mensch. Denn wenn es das nicht gäbe, wenn Mütter von vornherein abrechnen würden mit dem Kind, was es bekommen hat und gibt zurück, dann würde kein Mensch groß. Wir würden alle sterben. So ist es. Ja, und das wird aber immer ausgeblendet, dass das im Grunde von der Mutter kommt. Ne? Gut, ich meine, ich schließe jetzt mal angenommen, wir haben einen alleinerziehenden Vater, der ein Kind von 3 Jahren an allein erzieht, schließe ich ein, denn der hat dieselbe mütterliche Haltung. Genau. Das Kind lernt genauso das Schenken von ihm. Ne? Obwohl es biologisch zuerst mal bei der Mutter anfängt. Ne? Aber wir reden dann immer von der Natur des Menschen sei so und sonst noch was. Ja. Weil wir ständig die Mutter auslassen. Das ist in unserer Gesellschaft fast ein, wie soll ich sagen, ständig gepflegter und ständig gezielt produzierter blinder Fleck. Mhm. Ja, und das kennen wir alle. Kinder schenken auch gerne zurück, Kinder schenken auch anderen oder sonst was. Und diese egoistische Haltung, das heißt, dass ich unbedingt nur gucken muss, kriege ich auch genug zurück, die müssen wir regelrecht lernen. Manche lernen das spät, manche lernen das früh, manche verzogene Kinder lernen das sehr früh. Manche lernen es gar nie. Manche lernen es gar nie. Und ich meine, ich darf mal vielleicht mich als kleines Beispiel, ich habe das mühsamst gelernt. Oder mühsamst gelernt von dem, was ich da geistig erarbeite, dafür Geld zu fordern. Ich habe immer gedacht, das ist doch frei, ich schenke das, aber ich musste dann irgendwann überlegen, wovon lebe ich denn als freie Wissenschaftlerin? Ja, und dann setzt das ein, dass wir mühsam das lernen müssen und unsere Arbeit taxieren müssen. Was ist sie wert und was verlange ich dafür? Und schon werden wir sozialisiert in diese Ökonomie, in der wir sind von Austausch, von ökonomischem Austausch. Alles hat seinen Geldwert, das muss ich taxieren. Gut, wenn ich da schon mal drin bin, bin ich schon eingeübt in die Ökonomie des Austauschs, also nicht des Schenken, sondern des Tausches und Zurückverlangen. Und der nächste Schritt ist, dass ich dann merke, dieser Austausch ist ja auch nie gerecht. Ja. Also obendrein ungerecht. Ne? Und dann kommt das ganze soziale Desaster daher, was wir kennen und was viele von uns ja auch benachteiligt. Da werden wir rein sozialisiert. Und vielen fällt es schwer. Ich beobachte auch immer, dass es besonders Frauen schwer fällt. Nicht allen, aber vielen Frauen fällt das schwer. Dann frage ich mich manchmal, warum. Nicht, weil sie bessere Menschen sind, sondern weil sie vielleicht nicht so früh mit dieser Geldökonomie oder in Berührung kommen oder die nicht so gut handhaben können, wie viele Männer die handhaben können. Obwohl, ich will jetzt nicht sagen, Frauen sind so und Männer sind so, aber Knaben werden vielleicht früher in diese Sache rein sozialisiert, dass man für alles, was man gibt, was verlangen muss. Die werden früher da rein, muss ja ein rechter Mann werden, muss ja was verdienen für die Familie. Richtig. Ne? Die werden viel früher rein sozialisiert. Aber von Anfang aus, sagen wir mal, von Kindheit an, ist auch jeder Knabe ein schenkender Mensch, weil er das genau erfährt, weil er so groß wird. Und dann werden sie ab 12, 13, 14 rein sozialisiert, dass sie anders sein müssen, sie müssen Mann werden. Dann werden sie dann in diesen, wie soll ich sagen, dieses Ich gebe und du musst zurückgeben, da wird sie rein. Das ist eine Variante des Egoismus. Die Genevieve Vaughan, die über die Schenkökonomie geforscht hat und das sehr gut beschrieben hat, sagt, das ist ein Maskulinisierungsprozess, dass Knaben dann so erzogen werden. Mädchen können ja weiter schenken, den Mädchen sollen ja später auch dienen. Die Hausfrau soll ja weiter dienen, die soll ja weiter schenken und gratis arbeiten. Die werden dann nicht so schnell rein, das wäre ja schlecht. Also ich sage mal, die klassische Hausfrau, das gibt es ja heute nicht mehr so viel. Aber die wurden zum Dienen erzogen. Und was heißt dienen? Geben, geben, geben und nichts zurückverlangen. Das heißt, sie durften die schenkenden Menschen bleiben, zugunsten der nicht schenkenden Menschen, der Knaben, die in das andere Modell rein sozialisiert wurden. Das sind sehr grundlegende Gedanken. Und ich muss sagen, die hat Genevieve Vaughan entwickelt in ihrer Ökonomie des Schenkens. Sehr interessant. Ja, und damit werden, und da hast du recht, im Grunde, wenn wir uns das klar machen, ist diese matriarchale Schenkeökonomie oder ich gebe dir und allen geht's gut, die ist uns eigentlich, ich will nicht sagen angeboren, aber so sind wir groß geworden, die ist uns natürlich. Und insofern
in dem Punkt, auch in anderen Punkten werde ich noch drauf kommen, ist die matriarchale Gesellschaftsordnung, wenn wir davon hören, und das ist ja keine Fantasie, es gibt ja Völker, die das so handhaben, ist uns als Menschen natürlicher als die patriarchale Ökonomie mit ihren Ungerechtigkeiten. Die ist uns natürlich. Also in dem Sinn wäre eigentlich, weil das wird ja immer wieder bei der Armutsdebatte groß auf die Plakate erwähnt, teilen. Ja, ja. Nur wer teilt was mit wem? So ist es. Ist doch die Frage, ne? Wer gibt wem welche Almosen, damit die Gesellschaft ihren Mund hält, genau. Damit die vielen Benachteiligten ihren Mund halten? Mhm. Zwischen Teilen und Teilen. Deswegen finde ich den Begriff Schenken so gut. Mhm. Und vor allem nicht nur Schenken, denn dann denken wir gleich an Weihnachtsgeschenke, mhm. sondern Schenke-Ökonomie. Mhm. Eine ganze Ökonomie, die darauf beruht. Mhm. Das hebt die Leute dann aus dem Sessel, wenn sie das ja. hören. Da geht es nicht mehr mit Teilen und mit bisschen Almosen geben und denen etwas und denen ein bisschen was und so. Das reicht dann nicht mehr. Vor allem, wenn ich noch einen Gedanke zu der Schenkökonomie, das finde ich faszinierend, hat Genevieve Warner. Sie sagt, im Grunde, unsere Geldökonomie ruht auf einer riesigen, unsichtbaren Schenkeökonomie. Ja, wir glauben, ja, unsere Ökonomie funktioniert, das möchte ich gerne erläutern. Wir glauben, unsere Ökonomie funktioniert übers Geld, das stimmt gar nicht. Schauen wir zum Beispiel mal, fangen wir mal an bei der Mutterarbeit. Mhm. Ne? Wie viele Jahre, manchmal 20, 30 Jahre, schenken Mütter nicht nur Güter, nicht nur Aufmerksamkeit, Zuwendung, für nichts, mhm. ist ein Geschenke. Millionenfach. Und da wir mittlerweile, wie viel Millionen oder Milliarden sind? 7 Milliarden. Milliardenfach, gut. Gratis. Ja. Dann geht's weiter. Dann kommen die vielen Ehrenamtlichen. Meistens Frauen. Mhm. Ehrenamtlich. Wenn eine Frau was tun will, die sich als Hausfrau mach doch was Ehrenamtliches. Mhm. Was macht sie? Sie hält wieder die Sache irgendwo, den Verein oder die karitative Einrichtung am Laufen. Ehrenamtlich. Natürlich. Geschenke. Nichts anderes als Geschenke. Dann geht's weiter. Was ist mit den Minijobs und den unterbezahlten Jobs? Die kriegen zwar etwas Geld, aber der größere Teil, der nicht bezahlte, des Wertes der Arbeit, ist Geschenk. Da geht es weiter. Also das heißt, die Minijobs, auch wie gesagt, Gelegenheitsarbeit oder überhaupt diese ganzen unbezahlten, oder Entschuldigung, ich habe mich versprochen, diese schlechter bezahlten Leute als ihre Arbeit, was der Mehrwert heißt. Der Mehrwert ist Geschenk. Der Mehrwert ist nämlich der Wert, der eigentlich zu der Arbeit gehört, aber den der Arbeitende nicht bekommt. Das ist ein Geschenk. Nun, auf dieser Geschenkökonomie basiert unsere Geldökonomie, denn der ganze Strom dieser Geschenke, wo fließt er hin? Mhm. Nach oben. Zu denen, die immer reicher werden davon. Denn würde man die schlecht bezahlte Arbeit korrekt bezahlen, würde man die Ehrenämter bezahlen, würde man Mutterarbeit bezahlen, die eigentlich unbezahlbar ist, dann gäbe es da oben keine Hortung von Geld. Aber das Geld ruht darauf, dass es so viel Gratisarbeit gibt, sodass auf dem Boden der Gratisarbeit dann diese Austauschökonomie mit dem Geldwert hin und her gedeihen kann. Denn in dem Geldwert ist ja nie drin, was alles vorher schon geleistet worden ist, damit man überhaupt Geld verdienen kann. Ist ja gar nicht berechnet. Wenn man mal die Mutterarbeit berechnet, wie so ein freier Lohnarbeiter groß ist, was müsste der da wohl verdienen? Ja? Nicht? Das ist nie mitberechnet. Das heißt, das sage ich, die Geldarbeit basiert auf dieser riesigen Geschenkökonomie. Und in der Geldökonomie geht es dann auch nicht gerecht zu. Da geht es ja dann, wie ich gesagt habe, ein großer Teil ist auch Geschenk. Da läuft es dann von unten nach oben, also immer hier hinauf, die Pyramide hinauf, sodass oben die ganz Reichen sind, die im Grunde den ganzen Wert dieser Geschenkökonomie abschöpfen. Ja. Deswegen muss ich sagen, auch diese beliebte Debatte, Geld für Hausarbeit, ne, läuft insofern ins Leere, weil erstens mal wird das nie geschehen, denn wenn man das geben müsste, dann gäbe es oben keine Möglichkeit, Güter zu horten, denn diese milliardenfache Gratisarbeit von Müttern, Hausfrauen, Ehrenamtlichen und so weiter, die landet ja da oben, dann werden die das nie einrichten. Und außerdem, warum Geld für Hausarbeit? Das stabilisiert nur das Denken in Geldökonomie. Dabei geht es um die Geschenkökonomie, die ständig da ist, die nur unsichtbar ist. Eigentlich könnte man die Geldökonomie abschaffen und die Ökonomie würde trotzdem funktionieren, weil sie nämlich allein tatsächlich über die Schenkökonomie jetzt schon funktioniert. Denn wo kommt, wie gesagt, der Lohnarbeiter her, wo kommt die Arbeiterin her, die ohnehin schlecht bezahlt ist? Wo verbleiben die Kinder, wo verbleiben die Alten? Das sind alles Teile der Geschenkökonomie und die funktioniert.
Während die Geldökonomie, die hat ihre bestimmten Zwecke der Abschöpfung des Geldes ganz oben. Ich meine, in Ein Mathe, interessanter Aspekt ja, sowieso, das sind wie die gesehen. Aspekte, die Ja. Genevieve Wong mit der, das ist ökonomisch, ist das eine Revolution, so zu denken. Und darum finde ich es, und wir arbeiten ja manchmal zusammen, weil sie die matriarchale Ökonomie eben so interessant finden, denn die ist von ihrem Wesen her eine Geschenkökonomie. Nicht indem Aber auch die. in den materialen Kulturen, die jetzt noch Ja, existieren, das ist eine Schenkökonomie. arbeiten aber auch mit Geld, oder? Ist dort gibt's Aber das Geld hat doch nicht den Wert, dass es von anderen abgeschöpft Aha, wird. okay. Ne? Das Geld hat lediglich den Wert eines Tauschmittels. Du kannst statt den Papierschein auch Bananenblätter geben oder Kaurimuscheln. Ne? Und das hortet auch nicht jemand. Ich meine, die haben ja auch Steingeld oder Kaurimuschelgeld, aber das wird bei uns falsch interpretiert. Es ist kein Geld in unserem Sinne. Du kannst keine Zinsen daraus holen. Du kannst keinen ungerechten Austausch machen, sondern es ist ein reines Tauschmittel. Ne? Also das Geld jetzt, wäre jetzt also in deinen Augen, wenn das jetzt ohne Zinsen zum Beispiel bei uns im Umlauf wäre, wie es Margaret Kennedy Ja, das schon seit bringt Jahren, keine Lösung. ist keine Lösung. Das bringt keine Lösung. Das wäre dann halt nur eine etwas gerechtere Geldökonomie, Ja. aber es ist noch keine Schenkeökonomie. Denn ich meine, solange wir uns in der Geldökonomie bewegen, lassen wir völlig aus, was alles an Gratisarbeit, heißt das so ein bisschen trockener, in diese Geldökonomie reinfließt, damit die überhaupt funktionieren kann. Eben wie gesagt, die milliardenfache Mutterarbeit, die Gratisarbeit, die ehrenamtliche Arbeit, die fließt da hinein. Das wäre noch immer Geldökonomie, die auf dieser riesigen Geschenkökonomie obendrauf sitzt, nur das ein bisschen gerechter verteilt, indem sie die Zinsen abschafft. Das ist keine Lösung, letzten Was Endes. wäre deine Lösung? Hast du Ja, da eine eine Schenkeökonomie. Geschenkökonomie? Und das Geld an sich aus unserer Unser Leben Sammlung, funkt, oder? unser tatsächliches Leben und Lebendigkeit funktioniert sowieso nicht mit dem Geld. Also ich habe es vorhin beschrieben, ich meine, wir werden groß ohne Geld. Ja. Und wir verlieben uns ohne Geld. Liebe wird auch geschenkt. Wir kommunizieren mit vielen Menschen, ohne dass unsere Worte bezahlt werden. Alles ohne Geld. Internet machen wir sogar zum großen Teil ohne Geld. Das heißt, oder wenn wir Gärtchen haben und bauen unser, sagen mal, unser Gemüse an, kriegen wir das auch ohne Geld. Wir investieren zwar Arbeit, aber Geld spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir jetzt mal, das ist die Subsistenzangelegenheit, die ja Veronica Penhold-Thompson so interessant, so gut vertritt. Wenn wir uns mal vorstellen, dass die vielen Kleinbauern auf der Welt, wenn wir mal von uns zum Mitteleuropa oder westlichen Zivilisationen absehen, die meisten Menschen auf diesem Globus lebten bis vor kurzem, jetzt sitzen sie in den Slums, lebten bis vor kurzem als Kleinbäuerinnen und Kleinbauern direkt von der Erde und nährten so ihre Familien. Das waren überwiegend Frauen. Und das geht ohne Geld. Aber dann, als ihnen von den Großkonzernen das Land weggenommen wurde, dann landeten sie in den Slums der Städte. Aber da landen sie auch nicht in der Geldökonomie. Da landen sie in einer Armutsökonomie ohnegleichen. Sie würden nicht überleben, wenn sie sich nicht gegenseitig ihr letztes bisschen, was sie haben, austauschen und leihen würden. Die meisten Leute würden jetzt dann einwenden, ja, aber ich muss ja Miete zahlen, ich Ja, brauche hier, ja, hier, hier. wie soll ich telefonieren ohne Geld, wie soll ich einen Computer kaufen ohne Geld und so weiter. Das wäre ja Die, die ein, westliche, was die ist das westliche. jetzt, fällt das unter Nein, Kategorie nein, ich Luxus wollte dann? nur sagen, die westliche Ja. Zivilisation funktioniert über diese Geldangelegenheiten. Aber auch nicht komplett, denn wir haben ja auch in der westlichen Zivilisation auch eine riesige Geschenkökonomie unterhalb dieser Geldökonomie. Sicher, wenn die Leute Telefon brauchen und Auto und Computer, dann müssen sie bezahlen. Das ist die, wie soll ich sagen, das ist die Maschinenwelt. Und die Maschinenwelt läuft immer über Geld, denn die Maschinenwelt ist das gewinnträchtigste Unternehmen, was sich die Geldökonomie je hat einfallen lassen. Es lebten die Menschen früher und in großen Teilen auf vielen Kontinenten, heute Afrika, Asien, Südamerika, noch ohne Geld und auch weitgehend ohne Maschinen. Ihr Leben ist vielleicht härter, kann man wohl sagen, aber es hat dafür andere Werte. Und das wäre jetzt zum Beispiel das Stichwort, was die soziale Seite des Matriarchats ausmacht. Ja. Denn die leben Ja. sozial weitaus befriedigender als wir, ohne Geld. Das ist sicher so. Ja, wenn sie nicht so, ich meine, sie haben große Probleme, weil sie so unterdrückt werden, aber
Sie leben besser. Ich meine, wohin führt die Geldökonomie, wenn wir uns das mal anschauen, wenn jede Person in unserer Geldökonomie so wahnsinnig viel verdienen muss, um sich alle möglichen Maschinen zu kaufen. Das Auto ist eine Maschine, Telefon ist eine Maschine, Computer ist eine Maschine, Staubsauger ist eine Maschine und was wir sonst noch alles haben. Ja, Ja. wir werden krank davon, ne? Nein, wir müssen uns vereinzeln, denn jede Person allein und einzeln muss möglichst viel Geld verdienen, um möglichst viele, viele Maschinen im eigenen Haus horten zu können. Sonst geht nichts mehr. Das heißt, wir leben schon mit unserem Bewusstsein, haben wir das Gefühl, wir können ohne Geld und ohne Maschinen gar nicht existieren. Das heißt, ich würde mal sagen, unser Bewusstsein ist so denaturiert, dass wir gar nicht mehr merken, wir könnten noch anders leben. Ein paar Alternative aus der Ökobewegung, die dann belächelt werden auf ihren Biohöfen, die leben anders. Wo die werden belächelt. Aber die machen das, was eben Subsistenz heißt. Nämlich, das heißt nicht, dass jeder Bauer oder Bäuerin werden muss, sondern sie stellen wie soll ich sagen, die unmittelbaren Lebenswerte schätzen sie höher ein als den Geldwert. Denn alles, was zu Geld wird, ist ja irgendwo zu Ware gemacht worden, denaturiert worden und dann wird Geld draus. Ne? Das heißt, das Leben schrumpft auf Kosten, das Geld wächst auf Kosten der Schrumpfung des Lebens. Das können wir heute, wenn ich es mal global benenne, global sehen. Das sehen wir an dem Untergang so und so vieler Pflanzen- und Tierarten. Nehmen wir mal nur den Wal, der zu Hundefutter verarbeitet wird und zu Geld gemacht wird. So dass Veronika Bernhold-Thomsen hat diese wunderschöne Formulierung gebracht: Es geht heute um die Frage Geld oder Leben.